Ich weiß, dass hier irgendwas Gefährliches kam. Ich weiß aber nicht mehr was. Okay, das war's. Oh Gott. Nein! Dark Souls 3 mit Fäusten und Peitschen geht weiter. Wir haben beim letzten Mal den Abgrundwächter besiegt und haben diesen Geheimgang freigeschaltet. Und was da unten jetzt auf uns lauert, werden wir jetzt herausfinden. Und damit willkommen zurück zu meiner Challenge. Und ich hoffe, wir werden heute einigermaßen vorankommen, denn beim letzten Mal haben wir ja leider nur den Boss geschafft und dann ein wenig in der Stadt rumgechillt. Ich hoffe, dass sich das diesmal jetzt ändern wird, dass wir hier ein bisschen Fortschritt machen, denn ich will heute Action sehen. Und die taucht anscheinend schon hier gleich auf. In Form von Skelettkriegern. Interessant, interessant. Anscheinend sind wir hier in so einer Art Katakombe und oh Gott, was ist das für eine... Nein, nicht dein Ernst. Was ist das? Die stehen wieder auf, das ist nicht euer Ernst. Oh Gott. Okay, jetzt ist er aber tot, oder? Bist du tot? Ich hab Seelen gekriegt. Wenn die jetzt immer wieder aufstehen, wäre das natürlich echt doof. Oh Gott. Was willst du? Hier geht's ganz schön steil runter, mein Freund. Wäre doch eine... Au. Schande, wenn du da runterfällst. Der hat gesessen. Komm schon. Der ist down. Kleine Titanitscherbe, sehr gut. Ich hoffe, die stehen auch nicht auf. Oh nein, da kommen ja noch mehr. Sobald es mehr werden, greife ich mal zu meiner Peitsche. Feuerschaden ist bekanntlich eigentlich effektiv gegen Untote. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier nicht runterfliege. Denn da geht's doch tief runter zum Teil. Was willst du denn da oben? Ich hole mir noch deinen Kopf. Da ist einer. Ganz vorsichtig. Da kommt er auch schon. Ja, auseinandergefetzt. Okay, wir scheinen hier ganz leichtes Spiel zu haben mit denen. Das finde ich gut, das finde ich gut. Dann kommen wir gut voran. Wow, 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 wow. Da habe ich was gehört. Hinter mir. Ja, müssen aber trotzdem mit der Masse aufpassen. Die dürfen wir nicht unterschätzen. Und du hörst jetzt mal auf da. Ist mit deinem langen Bogen hier. Brandpfeile. Brauchten sowas. Ich komme mit meinen Peitschen und Fäusten ganz gut klar. Jetzt müssen wir hier ein bisschen erkunden, weil ich habe keine Ahnung mehr, wo es lang geht oder wie oder wer oder was. Eine Seele, sehr gut. Oh, es wird immer dunkler. Der da vorne sieht auch nicht sehr einladend aus. Ich glaube, an die Art von Gegnern kann ich mich noch erinnern. Die waren so assassinmäßig. Und nicht sehr gut zu sprechen. Oh Gott. Der Schlag ging daneben. Au! Blutungsschaden. Überhaupt nicht gut. Oh, 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 oh. Der hat schnelles Händchen. Ah, komm her. Dann brauche ich auch ein schnelles Händchen. Schön, sehr schön. Die Wurfmesser. Wirft irgendwer jemand was auf mich hier? Irgendwer wirft er was. Ich will gerade die Wurfmesser wegschmeißen. Wobei ich glaube, die werden auch häufiger kommen. Ist denn hier was am Werfen? Ach du! Du Sau.
kann leider nichts gegen den machen. So eine Reichweite habe ich nicht. Aha, hat er noch gewusst. Naja. Ich kloppe dich zu Tode. Auch wenn du schon tot bist. Ein Foliant. Hör mal. Aber nicht sehr nett von dir. Zack, Backstab. Sehr schön, sehr schön. Aber ich denke, wir sind hier in einer Sackgasse. Hier gab es nur diesen Folianten, den wir ja leider auch nicht benutzen dürfen. Ich denke mal, das war ein Pyromantie-Zauber oder sowas. Oder Magie. Irgendwas Magisches halt. Oh nein, immer diese Leute mit den rot leuchtenden Augen. Die sind immer ganz gefährlich. Deswegen erst gar nicht zu Schlag kommen lassen. Sehr gut. Den hätten wir. Da ist noch einer. Oh, okay. Ich glaube, ich habe nicht untertrieben. Wow. Bleib mal ganz locker hier. Komm schon. Yes. Eine Peitsche leistet mir gute Dienste. Es war echt genial, dass ich da Feuerverzauberung drauf gemacht habe. Oh, da sind noch welche. Aber die kriegen wir schnell ausgeschalten. Ist noch ein Item. Sehr gut, kleine Titanitscherben. Wo geht's jetzt lang? Da gibt's was. Und hier geht's die Treppe hoch. Gucken wir mal kurz hier. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Das ist hier am Eingang gewesen. Genau, wir sind vorhin da hochgelaufen, die Treppe. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Also geht's hier unten lang. Und die werden auch gleich kommen. Ich wusste es. Schnell. Meine Combo. Vieh mit einem Schlag. Eine Waffe. Lalalala, schön. Zack. Weg. Es wird immer finsterer. Und ich höre einen Lizard. Ist der Kollege besser. Na schön. In die Ecke zwängen. Zack. Easy. Sehr gut. Haben wir. Funkeltitanit. Nervensäge da. Gegen den kann ich auch nichts machen. Gab es hier noch irgendwas? Nur den sicheren Tod. Mir scheint. Au! Es tut weh! Ja, toll, jetzt habe ich so einen Pfeil im Rücken stecken. Gucken wir mal genau hier. Liegen verdächtig viele Blutlachen drum. Okay. Ich weiß, dass hier irgendwas Gefährliches kam. Ich weiß aber nicht mehr was. Okay, das war's. Oh Gott, nein! So, da sind wir wieder. Das sind meine Seelen. Also ich muss da schnell genug runterkommen. Bevor mich diese dämliche Kugel erwischt. Kann der da erstmal abhauen? Ich glaube, wenn ich zur Seite gehe, wird es nicht reichen. Da ist hier einer auch krepiert. Ich muss einfach so schnell wie möglich. Oh!
Ich hoffe, es hat gereicht. Okay, es hat gereicht. Oh, die kommen wieder zurück! Was zur Hölle? Okay, heilen. Geh mir aus den Augen, du! Läuft die jetzt immer hier hoch und runter, oder was? Was ist das denn? Kann ich das Ding kaputt machen? Nee. Okay, schnell rein. Oh Gott, wo geht's hin? Wo geht's hin? Hier geht's hin. Da steht einer. Da ist so ein Gitter. Kann ich das nicht irgendwie hochfahren? Wer bist du denn? Was? Bleib stehen! Okay, dann hau halt ab. Mir nur egal jetzt. Was ist das denn jetzt? Magische Kugeln? Gib mir... Oh Gott, was ist das? Oh Gott, ich kann hier ausweichen. Hör mal, das wird mir hier langsam ein bisschen zu viel mit euch. So, alle vor mich. Ey, ist ja jetzt gut. Ah! Nein, trink! Oh, knapp! Nein! Ey. Das ist... Was soll ich hier machen? Geht weg! Ich brauche schnellere Waffen. Kollege. Ist ja jetzt gut! Ich verliere hier alle Tränke! Oh nein, da ist noch so ein... Okay. Die knüpfe ich mir jetzt vor. Halt's Maul. Ja, okay, okay. Ich verschwende erst gar keine Zeit mit dem da. Erstmal kommt der hier dran. Au, au. Die stehen wieder auf und... Oh, mein... Ich bin tot. Was ist das bitte? So, ich habe keine Ahnung, was der Spacko macht, aber diesmal habe ich ihn umgelegt. Und da kommt die Kugel wieder. So, jetzt vorsichtig. Ein nach dem anderen. Oh nein. Wir lassen mich wenigstens meine Seelen erstmal holen. Triff doch! Au! Weg mit dir. Einer weniger. Noch einer weniger. Oh nein. Bei dem muss man aufpassen. Die können dann schnell parieren. Und dann hat man echt ein Problem. Dann frisst man ohne Ende Schaden. Oh, in Dark Souls 1 gab es auch eine Stelle, wo die Skelette ständig wieder auferstanden sind. Das war echt mega ätzend. Da liegt noch was. Oh, wie habe ich den hinübersehen? Hä? Ist die Kugel hier kaputt gegangen? Und dann, hä? Vielleicht, weil ich den Typen hier umgelegt habe. Ah, oh, komisch. Ach, da liegt ja auch noch ein Item. Hol ich das noch fix? Oh, Blut. Ja, alles gut. Dann habe ich das jetzt auch noch. Da bei Dark Souls 1, da konnte man mit einer Holy Weapon, konnte man die quasi dann töten, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Oder den gewissen Hexenmeister dann umlegen. Der die immer beschworen hat. Aber ich glaube, hier gibt es keinen Hexenmeister. Und ich glaube, heilige Waffen können wir auch noch nicht schmieden. Wenn ich mich
richtig erinnere. In ein paar von diesen Krügen sind diese komischen Magiebälle drin. Ich glaube, es sind immer diese kleinen, ja. Oh, und hier gibt's Fallen. Hier gibt es Fallen. Das heißt, hier gibt es irgendwo Druckplattformen. Da. Der Stein da. Okay, aufpassen. Ein Ring. Gucken wir mal fix, was der macht. Wo ist er? Da. Erhöht die Geschicklichkeit leicht und macht beim Rollen unsichtbar. Hier ist mal so ein Schurkenring. Dann gehen wir mal weiter. Hier gibt es nichts mehr. Oh, da war schon wieder so ein Schalter. Habt ihr es gesehen da? Ach du Schande. Ich muss hier echt aufpassen. Und da ist noch so ein... Läuse. Läuse. Ist mir erstmal egal. Ich will den hier backstabben. Ah, oh, schön. Ey! Oh, 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 oh. Ich hab gesagt, die sind nicht zu unterschätzen. Was? Komm schon. Wir müssen hier nicht sterben wieder. Alter Blutverlust, ich bin fast tot. Oh, das ist die Falle gewesen. Und sie hat ihn getötet. Oh, Lucky. Und er steht wieder auf. Bleib am Boden. Und hör auf mit deiner dämlichen Magie. Und ich habe gehofft, dass wir es mal ein bisschen einfacher haben. Das ist ja absoluter Horror. Mann, geh mir nicht auf den Sack mit deiner komischen... Da ist noch einer. Ey, ich kriege zu viel. Was soll ich denn machen? Hilfe! Lass mich in Ruhe! Mann, 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 ey. Was ist hier? Ich glaube, wieder nur Abgrund. Na toll. Es werden ja immer mehr. Oh nein. Jetzt wird hier erstmal schön gebackstabbt. Okay. Bin schneller als du. Immerhin kriegt man hier schön kleine Titanitscherben. Das ist sehr schön. Aber ich muss aufpassen, die können ja wieder aufstehen. Aber der anscheinend nicht. Oh nein. Ich hab's noch gut gehört. Nicht den da nicht einlocken. Das hat nicht funktioniert. Ich klopp dich zu Tode. Die Leiche ist auf die Falle? Nein. Immer schön weiter. Da ist ein Item. Oh, toll, ich will da nicht runterfallen. Ist das ein Bait? Das ist doch bestimmt ein Bait. Komm da doch gar nicht hin. Ja? Noch gut aus. Okay, Glut. Ich hab Schiss. Sind auch einige gestorben. Okay. Da kommt wieder eine Kugel. Aber diesmal hier. Kommt die zurück? Natürlich kommt die zurück. Wieso frage ich überhaupt? Gut, dann hole ich mir schnell das hier jetzt. Eine große Titanitscherbe, sehr schön. Und dann schnell hier links rein. Oh, das ist ein Leuchtfeuer. Das schnappen wir uns. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach so, hier sind wir jetzt. Okay.
Können wir das hier irgendwie öffnen? Nee. Na toll, jetzt habe ich die ganze diese dämliche Kugel hier. Weiß nicht, ob es Sinn macht, dir zu folgen oder erstmal abzuwarten. Ich glaube, ich warte erstmal ab. Ja, und jetzt. Schnell, 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 schnell. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Und zur Seite. Ratten. Ratten ohne Ende. Aber Ratten sind jetzt nicht das Problem für mich. Auch wenn es hier ein paar größere Ratten gibt. Mann, bist du hässlich, geh weg. Noch eine kleine. Und da steht was. Und da steht noch mehr. Oh Gott, wo lang, wo lang? Ich habe mir schon gleich gedacht, bewegt sich da was? Da bewegt sich was. Was ist das denn? Ach so, das sind diese Schleimblobs, die immer runterfallen. Ugh. Na toll, die gibt's hier auch. Alter, ich bin erschrocken. Oh Gott, mein Herz. Oh Mann. Das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich renne jetzt erstmal dämlich durch, dass sie alle runterfallen. Oh, Alter, mein Herz, ey. Mein Herz. Ich glaube, gegen die ist Feuerschaden auch gut. Blöd ist, ich komme nicht an die Decke dran. Keiner meiner Waffen. Das ist auch eine Falle, 100 Pro. Ha, ich hab's gewusst. Stier, du. Kriegen hier sehr viel Upgrade-Material, das ist schön. Aber ich habe Angst vor diesen Blobs. Was war das? Was war das? Ach, das ist so ein dämliches Rad. Kann ich das durch die Mauer holen? Das ist hier nicht Cheaten, das ist Ausnutzung der Spielmechanik. So. Und jetzt du noch. Eins. Zwei. Drei. Und aus... Oh, ich wollte ausweichen. Eins, zwei und drei. Sehr schön. Easy, easy. Noch eins. Die gab es auch schon in Dark Souls 1. Kleine, miese, fiese Gegner. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Man hört die ganze Zeit dieses Rollen von der... Kugel. Ich wusste doch, da war was. Gott, die Decke ist ja voll mit diesen Scheißteilen. Nein! Nein! Oh, geh weg! Geh weg! Und töte mich nicht! Oh. Nimm was! Oh, roll! Au! Geht weg, ihr Mistviecher! Ich mag euch nicht! Ich mag euch nicht! Gibt's hier noch was? Oh, noch ein Ring. Ring, 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 Ringe. War das jetzt der hier, ne? Versteckt Unbesiegbarkeit beim Rollen auf Kosten der Abwehr. Okay. Gut, das war's hier. Dann gehen wir erstmal zurück. Ey, dieses Rollen, ne? Dieses Rollen, dieses Dröhnen immer in den Ohren jetzt zu haben. Kann ich diese Kugel nicht kaputt machen? Das nervt ein wenig.
So, hier hoch oder geradeaus? Das heißt hoch, es geht eher runter. Wieso habe ich so ein ganz beschissenes Gefühl? Ich habe echt ein ganz, ganz beschissenes Gefühl. Okay. Gehen wir mal weiter. Oh nein, es ist wie so ein Assassine. Da geht's noch hoch. Er hat mich gesehen. Komm her! Was? Wie hat das dich getroffen? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe ein mieses Gefühl. Ich habe ein mieses Gefühl. Oh! Schlimme ist, die sind super schnell, ey. Komm her! Oh, oh, oh! Okay. Aber wie sind es auch? Wurfmesser. Ey, verzeiht mir, dass ich jetzt nicht jedes Mal diese Wurfmesser löschen werde. Ich werde die nach dem Gebiet alle zusammen löschen. Ich habe keinen Bock, da jetzt jedes Mal diese Wurfmesser zu löschen. Ich werde schon sie nicht benutzen. Wie geht's noch hoch? Ja, nein, geh weg. No. Ey, das ist... Au! Mehr. Rennt er mir vorbei. Dem ist das scheißegal, dass ich den schlage. Gab es Seelen? Ich glaube, es gab keine Seelen. Ich hab's gewusst, ey. Dann verklopp ich dich halt nochmal. So, jetzt aber. Seht ihr, ich müsste jetzt jedes Mal diese Wurfmesser löschen. Ich mach das am Ende dann zusammen. All auf einmal. Oh, Aschern des Grabwächters, sehr schön. Da können wir ja neue Items freischalten bei der Händlerin. Vielleicht eine Faustwaffe. Große Titanitscherbe und noch so ein Assassino. Komm her. Mehr habe ich gesagt. Feuer scheint die echt zu schwächen. Oh! Da ist dieser Kugeltyp. Das gesehen links. Ah! 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 Nein! Oh Mist! Ah, verdammt, ey. Och, Mann. Ah, ja, shit happens. Naja, ich sehe beim Timer, leider muss ich wieder Schluss machen. Beim nächsten Mal erkunden wir dann die Katakomben zu Ende. Ich denke, der Boss ist auch gar nicht mehr so weit entfernt hier in diesem Gebiet. Also wir sind eigentlich ganz gut ein Stück vorangekommen. Ein paar Mal gestorben, was soll's. Und wenn es gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal mit Serena Jones. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.